Ein lautes Hallo, Sapi Drosseli, ihr Pokémon-Standard-Musik, und ich begrüße euch zu einem weiteren Moveset-Guide hier auf meinem Kanal. Ja, eigentlich wollte ich eine Paradoxform für Popo machen, aber leider hatte ich nicht so die Zeit, deswegen habe ich lieber was genommen, was man wirklich, ja, was eigentlich nicht so kompliziert ist tatsächlich wie so ein Paradox-Pokémon. Dafür wird morgen ein Purpur, oder halt heute, je nachdem, es kommt halt relativ nachts das Video, ein Paradox-Pokémon kommen, weiß noch nicht welches. Werde ich spontan entscheiden, aber hey, heute geht es um Koloval. Tatsächlich auch ein Pokémon, was sehr beliebt ist und auch relativ früh announced worden ist, also bekannt gemacht worden ist. Und ja, falls euch diese Art gefallen, falls ihr Wi-Fi-Kämpfe sehen möchtet oder auch vielleicht in einem oder anderen Ladder-Stream später, wenn heute Nacht hoffentlich, also heute Nacht, wenn das Video rauskommt, die Regeln kommen fürs Laddern, dann hoffentlich auch Streams da jetzt auch bald. Und ja, ansonsten gucken wir uns erstmal die Basiswerte von Koloval an. Wir haben 170 KP, was geisteskrank viel ist, hat dafür aber nicht unbedingt die höchsten Verteidigungswerte mit 65 Verteidigung und 55 Spezialverteidigung, aber die 170 KP gleicht das ziemlich gut aus, sodass man trotzdem gut einiges wegsteckt. 113 Angriff ist schon sehr viel, muss man sagen. Mit dem kann man auf jeden Fall sehr gut arbeiten. Und die 73 Initiative ist auch voll in Ordnung dafür, dass er Schneescharre hat. Und so als Breaker, also als etwas, ja, als Breaker kann man damit auch noch arbeiten, falls man nicht Schneescharre spielen möchte. Ja, unser erstes Set ist tatsächlich auch mit brandneuem Item. Und zwar dem Neutralschmuck, der besagt, dass man eben keine Statusveränderungen abbekommen kann. Heißt also, Statussenkungen, heißt also, Bedroher wirkt nicht, was halt in erster Linie das Wichtigste ist. Kulleraugen wirken nicht, Charm wirkt nicht, Icy Wind wirkt nicht, also Eissturm wirkt nicht. Deswegen spielen wir den Neutralschmuck. Man kann das Ding aber auch mit Leben Orb spielen, falls man den extra Damage haben möchte. Aber ansonsten ist Neutralschmuck ein gutes Item. Wir spielen tatsächlich Eiskreisel, Fruststampfer, Aquadurchstoß. Wir möchten eben mit Eiskreisel, Eiskreisel ist eben eine unserer stärksten Attacken mit 80 Stärke und hat, trifft auch zu 100%, nicht so wie Eiserfagel. Eiserfagel ist, glaube ich, 5 Punkte schneller, müsste 5 Punkte schneller sein, aber kann dafür missen, was wir eben nicht wollen eigentlich. Deswegen Eiskreisel auf die 5 Punkte Stärke mehr verzichten wir tatsächlich dafür, dass wir halt immer zu 100% treffen. Ja, Fruststampfer ist unsere Bodenattacke, wir sind auch Terra Boden gleichzeitig, einfach damit die Bodenattacke so viel Schaden macht, wie es geht. Eis plus Boden ist sehr offensiv, sehr gute offensive Kombination, das weiß man schon bei Mamutl, hat man schon bei Mamutl oft gesehen. Und ja, ansonsten haben wir noch Aqua-Durchstoß natürlich, um dann auch gegnerische Boden-Pokémon zum Beispiel gut zu hitten. Und dann natürlich zu guter Letzt noch das Schutzschild, damit wir uns auch gut beschützen, weil das ist ein sehr offensives Pokémon und der kann auch schon sehr viel Druck ausüben. Deswegen spielen wir da definitiv Schutzschild drauf. Und ansonsten spielen wir Hartes Wesen, um so viel Schaden wie möglich rauszuhauen, weil mit Schneescharrer sind wir sowieso ziemlich schnell. Ja, das ist tatsächlich das erste VGC-Set. Ansonsten, wenn wir guten Hagel-Support haben, mit Rexplitter zum Beispiel, oder aber auch mal Spotlight haben, oder halt beides in dem Fall, dann können wir auch gerne mal Bauchtrommel spielen. Wir spielen Bauchtrommel Schutzschild. Wir sind nicht unbedingt auf Schneescharre angewiesen. Man kann hier auch definitiv sowas wie Speckschicht spielen. Aber wenn man schon im Hagelteam reinsteckt, dann ist Schneescharre auf jeden Fall besser. Weil die Sache ist nämlich, wir spielen zwar, wir spielen halt Eissplitter. Das ist die Sache. Also wir sind nicht unbedingt auf unsere Initiative angewiesen, tatsächlich. Plus 6 Eissplitter macht auch sehr, sehr viel Schaden bei 113 Base-Angriff. Wir kommen da auf einen sehr, sehr hohen Wert. Auf plus 6 ist der Eissplitter schon extrem stark. Wir spielen dazu Aqua-Durchstoß, weil, naja, also Terra Wasser mit Aqua-Durchstoß. Aqua-Durchstoß ist generell ganz gut mit Eis zusammen. Also Wasser ist generell offensiv gesehen auch gut mit Eis zusammen. Wir spielen das aber auch in erster Linie wegen dem Terra-Typen Wasser, weil wir wollen den auch als Defensiv-Typen gut nutzen. Weil wir dann Feuerattacken zum Beispiel gut wegstecken. Und da ist ja schon der ein oder andere Feuertyp, der ihn halt effektiv treffen möchte. Kann für einen Überraschungsmoment sorgen, wenn man Bauchtrommel-Spotlight draußen hat, dass der Gegner denkt, okay, mein Feuer-Pokémon, beispielsweise dieser Feuerfisch, der Koi, der jetzt neu ist, möchte mich mit einer Feuerattacke angreifen. Wenn wir da zu Terra Wasser werden, können wir das auf jeden Fall gut abfangen und dann im Gegenzug halt Aqua-Durchstoß drücken. Und wenn der Partner uns dann auch nicht getötet hat, ja dann, dann werden wir da auf jeden Fall mit Eissplitter den auch rausnehmen können. Ja, wir spielen natürlich die Zitrobeere, damit wir uns wieder ein bisschen hochhalten, wenn wir Bauchtrommel gedrückt haben. Das ist ganz wichtig. Und
Ja, ansonsten muss man dazu nicht viel sagen. Ist eben so ein Bauchtraum. Ist halt, wie gesagt, man braucht ein bisschen Spotlight. Vielleicht Mogelhieb-Support, vielleicht Screen-Support in Form von Olanga. Der kann ja beides sogar. Da lässt sich schon was machen. Der ist nicht unbedingt auf Schnitzer angewiesen. Vielleicht kann man halt auch mit Speckschicht arbeiten. Wenn man da Wasser-Speckschicht ist, tankt man Feuerattacken noch viel krasser, als man es sowieso schon tun würde. Also, ja, ist auch eine Option. Kommen wir zum nächsten Set. Dann als nächstes spielen wir tatsächlich nochmal Rohe Gewalt auf dem Ding als Fähigkeit. Es hat drei echt gute Fähigkeiten, muss man sagen. Ich spiele offensivfeste Rohe Gewalt mit Eishieb, Aquadurchstoß, Frustdampfer und Ramboss. Man kann jetzt Eiszapfhagel schon Eishieb spielen. Eiszapfhagel wird auch gestärkt. Aber da muss man ein bisschen zweimal überlegen, weil Eiszapfhagel kann halt missen. Muss man ein bisschen überlegen, ob man auf die Misschance geht, ob viel mehr Schaden hat. Oder ob man lieber auf Eishieb geht und lieber auf den sicheren Hit geht. Das ist so ein bisschen die Sache. Wir spielen tatsächlich voll Spezialverteidigung, voll Angriff, voll und viel in die Verteidigung. Und das muss ich jetzt ein bisschen erklären, weil für manche ist es nicht selbstverständlich, warum wir hier Spezialverteidigung voll spielen, nicht KP. Ist ganz einfach erklärt. Also bei Pokémon wie Kolowalb, die 170 Base-Verteidigung haben, da lohnt es sich deutlich mehr in die Verteidigungswerte zu investieren, weil der KP-Wert sowieso schon so hoch ist. Und man würde dann dementsprechend, wenn man in die Spezialverteidigung mehr investiert, mehr speziell auch überleben, als wenn man das in die KP steckt. Das kann man halt, ja, gibt es halt so Rechenbeispiele, dass wenn man das halt jetzt in Kalk eingeben würde, würde man vielleicht 20% weniger mehr abbekommen, wenn man das in die KP steckt. Rechnet sich halt eben so hoch, zusammen mit Offensivweste auch noch, weil wir da jetzt einen höheren Wert haben in der Spezialverteidigung. Mal 1,5 ist dann halt wieder nochmal viel höher. Also wir würden dementsprechend mehr überleben, wenn wir das in die Spezialverteidigung stecken, als wenn wir das jetzt in die KP stecken würden. Also ganz wichtige Sache. Gibt es einige solcher Pokémon. Hariyama ist zum Beispiel auch so ein Pokémon. Oder wenn man auf die Ultrabestien schaut, Schlinking auch, ne? Also es lohnt sich bei Pokémon mit hoher KP und niedrigen Verteidigungswerten mehr wirklich in die Verteidigungswerte zu investieren. Haben wir jetzt hier auch getan. Wir spielen offensiv, was wie gesagt, Rohe Gewalt, Eishieb, Aquadurchstoß werden beide von Rohe Gewalt geboostet. Frustdampfer und Ramboss jetzt nicht. Aber wir spielen es in erster Linie für Eishieb und Aquadurchstoß. Mit Eishieb haben wir dann halt wirklich einen starken Angriff, der dann wiederum. Der ist ein bisschen stärker als Eiskreise, klar. Eisterfrage wäre noch richtig krasser, wie gesagt. Aber ja, kann man. Entscheiden, wie man will, ob man eine Eiszapfhagel oder Eishieb spielen möchte. Genau. Das ist das offensivfeste Set mit roher Gewalt. Dann haben wir noch ein offensivfestes Set mit Schneescharrer tatsächlich. Wir spielen Eissplitter, Eiskreisel, Terra, Ausbruch, Boden. Ja, das habe ich schon in einem Team gesehen. Fand die Idee auch super. Da wollte ich sie euch auch präsentieren. Weil Erdbeben ist nicht so cool, weil Spread Move ist. Das heißt, der Partner. Also, das heißt, erstmal macht es auf die einzelnen Mons, gegnerischen Mons weniger. Und es kann den Partner treffen. Dann Fruststampfer gibt es natürlich noch. Ist auch nicht so cool. 75 Stärke. Aber mit Terra Ausbruch 80 und dann noch mit Step. Ist ein bisschen stärker. Diese fünf Stärke mehr machen schon Unterschied. Deswegen spielen wir auch hier Terra Ausbruch. Ich würde das Set nur empfehlen, wenn ihr wirklich ein Team habt, bei dem ja nicht so viele Pokémon unbedingt Terran müssen, also Terra-Kristallisierung machen müssen. Sondern mehr so ein bisschen zentriert auf Kolowalb, vielleicht noch einen anderen, dann lohnt es sich natürlich am meisten. Aber ja, kann man halt eben dann so machen. In Hail-Teams, also in Schneeteams zusammen mit Rexblizzard lohnt sich das auch übel. Und ja, ansonsten spielen wir noch Ramboss, weil das covert auch noch ein paar andere Eis-Pokémon, trifft man damit zum Beispiel sehr, sehr gut, was sehr praktisch dann in seinem Fall wäre. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Eissplitter haben wir jetzt Priorität. Falls der Schnee irgendwie aufhört, haben wir immer noch irgendwie eine Möglichkeit, dann etwas mit einer Priorität anzugreifen. Das kann uns natürlich auch sehr viele Vorteile bringen, im Late Game vor allem, wenn jetzt beispielsweise sowas wie Katapuldra noch am Leben ist und nicht mehr so viel KP hat. Kann man mit Eissplitter halt sofort rausnehmen, statt dass er uns jetzt vielleicht mit Drachenpfeilen oder Drakometeor rausnehmen könnte. Ist eine situative Sache, aber eine Priorität. Prioritätsattacken sind immer sehr, sehr wichtig. Von daher, ja, das ist das Video Team Insider Guide gewesen. Falls euch gefallen hat, lasst gerne Like und Abo da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Guide. Habt auch einen schönen Tag und nice Life. Macht's gut.